Die Geschichte von Dings. Isemal als zwei gewesen. Nein, er hat jetzt wieder ein Zwänzwe, haut sie nur geheißen, fällt mir schon wieder an. Isemal als zwei gewesen. Da ist ins Geschäft eingegangen, wollte Dings kaufen. Nein, kein Zwangsgugelgugube, haut sie nur geheißen, fällt mir schon wieder an. Ist einmal als zwei gewesen. Nein, er hat jetzt wieder ein Zwänzwe, hat sie nur geheißen, fällt mir schon wieder an. Der ist ins Geschäft eingegangen, wollte Dings kaufen. Nein, kein Zwangsgugelgugube, hat sie bloß geheißen, fällt mir schon wieder an. Hat die Verkäuferin gesagt, na, so ein Dings haben wir nicht, wir haben bloß ein Zwingel-Zwangel-Gaga, ein Zwingankel-Bubu, ein Zwingankel-Bam-Bamperl-Gugu. Aber fragst du einmal ein Dings, der kennt sich aus in solchen Dingen, fragst du einmal ein Dings, wer hat denn noch geheißen, fällt mir schon wieder an. Ist einmal als zwei gewesen. Nein, er hat jetzt wieder ein Zwänzwe, haut sie bloß geheißen, fällt mir schon wieder an. Der ist ins Geschäft eingegangen, wollte Dings kaufen, ein Dings, wie heißt's denn bloß, fällt mir schon wieder an. Hat die Verkäuferin gesagt, na, so ein Dings haben wir nicht, aber fragst doch einmal ein Dings, wie haut er bloß geheißen, fällt mir schon wieder an. Ist dies alt Weizen Dings gegangen, zum Dings, wie haut er bloß geheißen, fällt mir schon wieder an. Wollt er Dings kaufen, mir Dings, wie heißen er bloß, fällt mir schon wieder an. Stimmen aus dem Publikum, aufhören, Ruhe, so ein Schmarrn dieser Text, ein Skandal, eine Beleidigung für die deutsche Literatur. Halt, jetzt ist mir angefallen. Das alte Weih, Wurgauer kein altes Weih. Das war der kleine Bluderer Franzl. Gemischte Sessel hat er kaufen wollen für ein Fieferl. Für ein Fieferl, gemischte Sessel im Geschäft. Da, Haus drei Stück, hat die Verkäuferin gesagt. Du hast die Sessel aus dem Glasl rausgeholt. Da hast drei Stück, mischen musst du selber.